Willkommen bei Bavmo. Schön, dass du eingeschaltet hast. In unserem heutigen Gebrauchtwagen-Tipp-Video geht es um den BMW 5er der G30-Reihe. Wenn du wissen willst, worauf du bei der Anschaffung eines G30 alles achten musst und welche Schwachstellen richtig ins Geld gehen können und warum der 5er sogar oftmals die bessere Wahl als der 3er ist, dann bleib bis zum Ende des Videos dran. So, genug geredet, los geht's. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Die G30-Reihe wurde im Februar 2017 eingeführt und ist die siebte Generation der belebten BMW 5er-Serie. Die obere Mittelklasse-Limousine bietet eine gelungene Kombination aus Luxus, Komfort und Sportlichkeit, die in dieser Klasse kein anderes Fahrzeug auf diesem ausgewogenen Level bietet. Der G30 beeindruckt mit seinem eleganten Design, hochwertiger Verarbeitung und innovativen Technologien. Natürlich bietet der 5er als Modell des Business-Segments eine Vielzahl von Optionen und Ausstattungsvarianten, um individuellen Ansprüchen gerecht zu werden. Alles in allem ist der G30 in seiner Klasse eines der besten Fahrzeuge, die man kaufen kann. Das Facelift-Modell des 5er G30, auch bekannt als LCI, wurde im Jahr 2020 eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Aktualisierung des Fahrzeugs, die Verbesserungen in verschiedenen Bereichen bietet. Hier sind einige der wichtigsten Änderungen und Updates, die im Facelift-Modell des G30 vorgenommen wurden. Erstens, Änderungen am Exterieur und Interieur. Zweitens, überarbeitete Motoren. Drittens, neue Hybridantriebe. Und viertens, verbesserte Sicherheitsassistenzsysteme. Die G30-Reihe bietet eine breite Palette an Motorisierungen, um den unterschiedlichen Wünschen gerecht zu werden. Die Benzinmotoren stellen sich wie folgt auf. Es gibt für die 520i-Modelle jeweils zwei Motoren. Es gibt einen 1,6 Liter und einen 2 Liter Reihenvierzylinder-Turbomotor. Für den 530i gibt es ebenfalls den 2 Liter Reihenvierzylinder-Turbo in etwas abgewandelter Form. Wenn man auf 6 Zylinder steht, dann bietet der G30 eigentlich nur den 540i. Dieser kommt mit einem 3 Liter rein 6 Zylinder Turbomotor. Wer aber eher in Richtung Speerspitze möchte, dem bleibt nur noch der Griff zum M550i X-Drive mit seinem 4,4 Liter V8 Biturbomotor. Natürlich gibt es da auch noch die M5-Modelle, aber die werden in einem eigenen Video behandelt. Jedenfalls reicht das Leistungsspektrum der Benziner von 170 bis 530 PS. M5-Modelle natürlich ausgenommen. Freunde von Selbstzündern mit Rußpartikelfiltern kommen beim G30 ebenfalls auf ihre Kosten. Die Dieselmotoren bieten nämlich eine gute Kombination aus Kraftstoffeffizienz und Leistung. Dabei sind der 518D, 520D sowie der 525D alle mit einem 2 Liter rein 4-Zylinder Turbodiesel ausgestattet. Wenn es etwas Größeres sein muss, bieten der 530D, 540D und M550D den sehr beliebten 3 Liter rein 6-Zylinder Turbodiesel. Das Leistungsspektrum reicht bei den Dieselmotoren von 150 bis 400 PS. Selbstverständlich darf bei einem solch modernen und zukunftsorientierten BMW auch eine gewisse Anzahl an Hybridoptionen nicht fehlen. So kommen der 520e als auch die verschiedenen 530e Modelle mit einem 2 Liter Reihenvierzylinder Turbo und Elektromotor um die Ecke. Wer aber auch hier gerne etwas Größeres hätte, für den dürfte der 545e mit seinem 3 Liter rein 6 Zylinder plus Elektroantrieb das Richtige sein. Hier reicht das Leistungsspektrum von 204 bis 394 PS. Kommen wir zur Fahrdynamik. Die G30-Reihe überzeugt mit ihrer präzisen Lenkung, ausgezeichneter Straßenlage und einer harmonischen Fahrwerksabstimmung. Dank der verfügbaren Fahrassistenzsysteme und Technologien bietet der 5er ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit. Mit den verschiedenen Fahrmodi, die je nach Ausstattung und Motorisierung variieren können, kann man sich das Fahrzeug so auslegen, wie es einem gerade am besten passt. Dabei ist es egal, ob man eine sportliche oder komfortable Fahrweise bevorzugt, denn der G30 bietet eine ausgewogene Mischung aus Agilität und Komfort in allen Modi.
kommen wir zu den Schwachstellen und oh boy, da gibt es einiges aufzuzählen. Wie bei jedem Gebrauchtwagen gibt es auch beim 5er G30 einige potenzielle Schwachstellen, auf die man achten sollte. Einige Besitzer haben über Probleme mit der Elektronik berichtet, wie beispielsweise fehlerhafte Reifendrucksensoren oder Ausfälle des iDrive-Systems. Es ist daher ratsam, vor dem Kauf sicherzustellen, dass alle elektronischen Systeme ordnungsgemäß funktionieren. Bei anderen Fahrzeugen wurden beispielsweise auch Probleme mit der Lenkung bzw. dem Lenkgetriebe festgestellt, was zu einem unnatürlichen Lenkgefühl oder besser gesagt einem ungleichmäßigen Lenkverhalten führen kann. Es ist daher auch hier ratsam, bei einer Probefahrt zu überprüfen, ob das Fahrzeug von diesem Problem betroffen ist, um hier später keine bösen Überraschungen zu erleben. Zudem solltest du unter allen Umständen einen Blick auf die Bremsen werfen. Da der 5er mit einem gewissen Gewicht daherkommt, aber dafür sehr sportlich gefahren werden kann, kommt es oftmals zu höherem Verschleiß an der Bremsanlage. Weitere Schwachstellen sind beim E31, also der Touring, also Kombi-Variante, der Heckscheibenwischer, der gerne mal den Geist aufgibt, aber auch das Panoramadach, das sich manchmal verkeilt oder unschöne Geräusche von sich gibt bei der Fahrt. Auch scheint es beim Cockpit der G30-Reihe einige Hotspots zu geben, die gerade bei schlechten Straßenverhältnissen zu knacken oder zu knarzen beginnen. Leider blieb auch der G30 nicht von der AGR-Problematik verschont, daher hat BMW für einige Modelle eine Rückrufaktion gestartet. Auch hier unbedingt prüfen, ob das Fahrzeug davon betroffen ist und die Rückrufaktion bereits hinter sich hat. Motorentechnisch gab es neben der AGR-Problematik leider etwas häufiger Probleme mit der Warnos-Einheit. Achte dafür bei der Probefahrt auf die Beschleunigung. Solltest du bei Teillast ein Ruckeln bei der Beschleunigung feststellen, kann das auf Probleme mit der Warnos-Einheit hindeuten. Halte in diesem Fall am besten so viel Abstand, wie du nur kannst, denn gerade Probleme mit der Warnos sind ein unfassbar teures Unterfangen und können ein finanzielles Desaster werden. Ich möchte aber hier noch einmal erwähnen, dass diese Probleme nicht bei allen Fahrzeugen auftreten. An sich hat der G30 nämlich eine sehr gute Pannenstatistik und gehört zu den deutlich zuverlässigeren BMW-Fahrzeugen der letzten 20 Jahre. Dennoch ist es ratsam, vor jedem Kauf einen gründlichen Gebrauchtwagen-Check bei TÜV, Dekra und Co. durchzuführen und eine Probefahrt zu machen, um den Gesamtzustand des Fahrzeugs besser beurteilen zu können. Tja, aber was kostet das Ganze? Die Preise für gebrauchte G30-Modelle variieren je nach Modelljahr, Ausstattung, Laufleistung und Zustand des Fahrzeugs. Generell sind Preise für ältere Modelle und Fahrzeuge mit höherer Laufleistung natürlich tendenziell niedriger. Ein BMW 520d aus dem Jahr 2017 kann beispielsweise je nach Zustand, Ausstattung und Laufleistung ab etwa 17.000 Euro erhältlich sein, während ein neuerer BMW 540i mit geringerer Laufleistung und umfangreicher Ausstattung deutlich höhere Preise in Höhe von bis zu 69.000 Euro oder mehr erreichen kann. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und den Zustand des Fahrzeugs sowie dessen Wartungshistorie zu checken, um eine faire Preisspanne für sich zu finden. Zudem kann es hilfreich sein, sich an Vertragshändler zu wenden, um gute, gebrauchte und faire Preise auszuhandeln. Grundsätzlich bewegt sich der G30 erstaunlicherweise auf demselben, wenn nicht sogar ein wenig unter dem Preisniveau des kleinen Bruders, dem 3er G20. Wenn man aktuell einen Check macht, wird man feststellen, dass man im selben Preisbereich oftmals mehr Chancen hat, einen guten 5er mit praller Ausstattung zu finden, als einen 3er. Dies hat vermutlich damit zu tun, dass die Nachfrage nach gebrauchten Limousinen und Kombis der oberen Mittelklasse im Vergleich zur Mittelklasse etwas abgenommen hat. Die Unterhaltskosten für einen BMW G30 können je nach Motorisierung, Wartungshistorie und individuellem Fahrverhalten variieren. Als Premium-Fahrzeug sind die Ersatzteile und Serviceleistungen in der Regel deutlich teurer im Vergleich zu Fahrzeugen anderer Marken. Es ist wichtig, dass du regelmäßige Wartungsarbeiten gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchführen lässt, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Fahrzeugs sicherzustellen. Ein solches Fahrzeug zu holen, nur weil man noch bei den Eltern wohnt und gerade noch so die Raten zahlen kann, aber später kein Geld für die Wartung und Reparaturen aufwenden zu können, sollte also definitiv vermieden werden. Und nur zur Erinnerung, sollte man etwas mehr Geld sparen wollen bei den Reparaturen, gerade was die Ersatzteile angeht, sollte man die Seite von unserem Kanalpartner autoteile-mark.de abchecken, um einen Kfz-Teilepreisvergleich zu starten. Es lohnt sich.
Neben den Wartungs- und Reparaturkosten können die Kraftstoffkosten je nach gewähltem Motor auch variieren. Zudem sollte man die Versicherungskosten für den 5er G30 im Voraus prüfen, da es hier auch immer ein enormes Sparpotenzial geben kann. Aber welche Modelle sind denn jetzt empfehlenswert? Also, wenn du etwas Solides und Agiles haben möchtest, was in Sachen Beschleunigung Spaß bietet und das Fahrzeug dynamisch über die Straßen bewegt, dann solltest du ein Auge auf den 540i bzw. 530d haben. Beide bieten eine optimale Leistung und sind in Sachen Effizienz eigentlich immer noch sehr ausgewogen. Wer doch mehr an die Speerspitze ran will, dem bleiben eigentlich nur noch der M550i xDrive bzw. M550d xDrive. Beide Modelle strotzen nur vor Kraft und Leistung und bieten unfassbaren Fahrspaß, der in dieser Klasse fast unerreicht ist. Bevor wir zum Fazit kommen, hier mal eine Frage an dich. Für welches dieser Modelle würdest du dich entscheiden? Schreib's gerne in die Kommentare und lass uns darüber diskutieren. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Die BMW 5er G30-Reihe bietet eine beeindruckende Kombination aus Luxus, Komfort und Sportlichkeit. Mit einer breiten Palette von Motorisierungen, darunter Benzin-, Diesel- und Hybridoptionen, kann man das Modell wählen, das den Leistungs- und Verbrauchserwartungen entspricht. Die Fahrdynamik des G30 ist präzise, aber auch gleichzeitig komfortabel. Und das elegante Design sowie die zum Großteil hochwertige Verarbeitung machen ihn zu einem attraktiven Fahrzeug. Abschließend lässt sich nur sagen, dass der BMW G30 eine empfehlenswerte Wahl ist, wenn man ein luxuriöses Fahrzeug mit sportlicher Auslegung und innovativen Technologien sucht. Ein gründlicher Gebrauchtwagencheck und eine ausgiebige Probefahrt kann dir helfen, das richtige Modell für deine Bedürfnisse zu finden und die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Nun ja, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal jetzt kostenlos zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis das nächste Video am Start ist, kannst du dir ja gerne eines dieser beiden angezeigten Videos hier ansehen. Also, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, dein Ino von BAVMO.